Moin und willkommen zum neuen Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Und dann würde ich sagen, geht's weiter nach dem Intro. Video geht es mal um Earbuds bzw. Kopfhörer, etwas farbenfroh. Ich packe die mal aus und bei der einen Farbe könnt ihr mir mal helfen. Das soll so ein helles Blau sein, aber das muss ich ehrlich zugeben, schwer zu deuten. Hier schon mal ein Rot und ja, schreibt mir doch mal eure Meinung zu dieser Farbe. Also ich finde die ja nicht schlecht. Ich zeige sie auch mal von unten. Hier ist es durchsichtig, hier ist es ganz unten ja matt. In Rot hier. Sehen auch gut aus. Ja, mit dieser Farbe, ja, ich würde sagen, echt ein sehr, sehr helles Hellblau, schwer zu sagen. Fühlen sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Und dann sieht man hier die schönen beiden Displays. Einmal die Prozentzahl und hier links und rechts werden gerade geladen. Hier ist genau das Gleiche. Finde ich gut. Und für den Preis kann man auch nicht meckern. Die, vom Klang sind die echt gut. Die liegen so zwischen 30 und 40 Euro, vielleicht 45 Euro. Ich will sie echt nicht schlecht reden. Auch beim Sport lassen sich sehr, sehr gut tragen. Auch das ist schön weich, liegt gut im Ohr, fühlt sich auch sehr, sehr wertig an. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, die Kontakte. Hier sind die Kontaktstifte. Ich drehe das mal so ein bisschen ins Licht. Meine andere Alternative im Gegensatz zu Apple oder Samsung und auch für den Preis kann man nicht meckern. Und USB-C-Anschluss finde ich auch gut. Und auch mal eine andere Farbe, sonst sind die meistens immer nur weiß oder schwarz. Und dann hier gibt es dann noch die Ersatz-Silikonkissen und auch das Ladekabel. Na, das wähle ich da raus. Ups. Auch in diesem Blau gehalten, verschiedene Größen. Ich glaube, das ist S, M und L. Aber das ist ja schon meistens Standard. Was ich hier schade finde, ist, dass es von USB-A auf USB-C ist. Ich hätte den von USB-C auf USB-C. Aber gut. Für den Preis kann man sich trotzdem nicht beschweren. Ich habe auch schon mitbekommen, dass andere damit schon sehr gute Erfahrungen haben und auch begeistert sind. Also, ich will dich jetzt auch nicht schlecht reden. Ich selber habe die Apple AirPods Pro der aktuellsten Generation. Aber wie gesagt, für 30, 40, 45 Euro liegt ein so ein Ding. Das Klangbild ist gut. Und ja, warum auch nicht? Und dann würde ich sagen, soll es auch hier gewesen sein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Technik. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann einen Daumen hoch. Liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tech Dave.